Wenn DaVinci Resolve deine Bilder in einer Bildsequenz importiert anstatt eines einzelnen Bildes, dann machst du meistens zwei Dinge falsch. Und heute zeige ich dir, wie du sie korrigierst. Also, auf mit mir nach DaVinci Resolve. Wenn du einen Ordner hast mit Bildern, die sequenziell benannt sind, also wie hier P irgendwas 712 bis P irgendwas 822, dann versuch DaVinci Resolve, wenn du es aus deinem Media Storage in deinen Bin ziehst, das Ganze als Sequenz zu importieren, weil es annimmt, okay, das sind jetzt mehrere Bilder in einer Reihenfolge, die zusammengehören. Was super hilfreich ist für Timelapses zum Beispiel oder Hyperlapses, wie das hier, was ich noch ein bisschen stabilisieren muss. Aber wenn du das nicht willst, sondern einzelne Bilder importieren möchtest, dann kannst du ganz einfach hier Media Storage auf die drei Punkte hier oben gehen und dann Show Individual Frames. Jetzt hast du die Möglichkeit, einfach deine einzelnen Bilder hier hineinzuziehen. Et voilà, kannst du einzelne Bilder animieren. Was du natürlich auch machen kannst, ist immer die einzelnen Bilder aus deinen Ordner einfach so in deinen Media Pool zu ziehen. Easy as that. So, ich hoffe, das hat dir geholfen, Kameramagier. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial, wo es dann auch um Timelapses oder Hyperlapses geht und wie man sie stabilisiert. Bis zum nächsten Mal. Ciao!